As you fade away, yeah, 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 yeah. Ja, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Starfield hier bei mir auf dem Kanal mit Andrea und mir. Und jetzt, Andrea muss das mal in die Ecke gehen, muss sich ein bisschen überlegen, ja, was sie sein will. Will sie ein Teil meines Teams sein, unseres Teams, ein Teil von Team, von Intim, dann muss sie umdenken, denke ich mal, oder? Schätze ich mal. Das ist unser Schiff? Nee. Sieht komisch aus, nicht unser Schiff. Das ist unser Schiff. So, wir wollen in Orbit kurz fliegen. Wir müssen dem Typ da, dem einen da, müssen wir da irgendwie ein Geständnis, ah Quatsch, hier irgendeine Erlaubnis aus dem Kreuz leiern. Ich wollte eigentlich nicht so massive Questen jetzt machen. Aber. Jo, alles noch da. Kurz raus, ich will gleich ins Cockpit einsteigen, dass wir nicht da durchrennen müssen. Guckt doch, so ein bisschen traurig jetzt, ne? Vielleicht haben wir auch falsch reagiert in der letzten Folge. Weiß ich nicht. Wir müssen ja auf jeden Fall was. Sehr gut. Wir müssen ja auf jeden Fall, Vertrauensvorschuss geben, ist nicht, geht nicht anders. Sonst müssen wir sie entlassen, sonst müssen wir sie wegschicken. Wir sind im Orbit. Wenn wir dazu nicht fähig sind. Ich weiß es nicht, ob das funktionieren kann. Marsfabrik. Wo ist denn der? Wo müssen wir denn überhaupt hin? L? Kommt ihr auf den Job? Im Orbit hat er doch gesagt, oder? Mal B auf Karte zeigen. Ja, da. Sternstation. Reisen wir mal dahin. Und dann bewerben wir uns da mal. Den können wir dann eh nicht behalten, den Job. Wir haben unseren eigenen Job noch hier. Und ich weiß, ich wollte jetzt eigentlich offscreen ein paar Flugmissionen und so Kram machen. Mache ich dann noch. Aber wir haben jetzt einfach die angefangen hier mit der Dings. So, rufe ich die erstmal. Die Deimos Sternenwerft heißt alle Zivilschiffe willkommen. Kann ich andocken? Ah, jetzt muss nur nah genug ran. Sehr gut. Aber ich bin mal gespannt, wie wir hier wieder kennenlernen. Das Spiel ist so unglaublich umfangreich. Aber 125 GB sind schon eine Hausnummer. Weiß. So. Na, was gibt's Neues? Beschäftigt dich was? Darf ich dir was Persönliches fragen? Du weißt, dass du mich alles fragen kannst. Hast du irgendwelche religiösen Überzeugungen? Haben wir schon gefragt, ne? Ja. Pass auf dich auf. Jederzeit gern. Lurton, darf ich dir was sagen? Du brauchst nicht zu fragen. Du bist, dich zu lieben, ist ein wahr gewordener Traum. Das haben wir schon mal gesagt, glaube ich. Du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben für alle Zeiten. Ich hätte nie gedacht, jemals so etwas wie unsere Liebe zu finden. Seit wir uns kennen, ziehen deine wunderschönen Augen mich in ihren Bann. Ah ja, komm, das kann man mal sagen. Wir passen unglaublich gut zueinander. Einfach perfekt. Gut. Hoffentlich bis bald. Na klar. Aber wir müssen ja alle Facetten von dem Spiel zeigen und deswegen werden wir irgendwann mit Sarah Schluss machen müssen. Bevor wir so heiraten. Weil ich möchte gerne alle Facetten zeigen. Und, wir können ja dann wieder mit Sarah zusammenkommen im Endeffekt. Das hast du ja nicht gesagt, das würde er nicht mit Sarah. Weiß ich nicht, hoffe ich zumindest. Ob das überhaupt geht. Aber wir sollten schon, gucken.
Ron Hope, ja. Der ist schon irgendwie cool, dieser Fan, ne? Aber weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wenn es ein weiblicher Fan wäre, würde ich es wahrscheinlich auch mitnehmen. Militär aber ich mag. Ich fühle mich nicht so. Ich fühle mich da unbehaglich, wenn ich jetzt hier irgendwie Kerle rumschleppe hier. Weiß nicht warum. So, meine. Als die Menschheit die eigenes Gusto. Sich ließ, wurden die United Colonies gegründet. Unerschrockene Entdecker und tapfere Kolonisten stießen mit Deimos-Raumschiffen ins All vor. Die waren wir auch noch nicht, oder? Deimos und die UC sind untrennbar miteinander verbunden. Wenn einer scheitert, scheitern beide. Ein Freudenfest. Alles, was die jetzt sagt, stelle ich auf den Prüfstand. Okay, Jobangebot, Chefassistent. Wir suchen einen hochmotivierten Chefassistenten oder eine Assistentin für das Tagesgeschäft eines Mining-Unternehmens. Vorherige Erfahrung in einem ähnlichen Position wünschenswert. Aber nicht erforderlich. Der Umzug nach Sardonia ist Voraussetzung. Ein unbezahltes Praktikum mit der Chance auf anschließende Übernahme ist möglich. Okay, Jobbewerbung. Über wie viele Jahre Erfahrung verfügst du als Assistent in der Verwaltung, Chefetage oder andere Unternehmensabteilung? Über 10. Was ist dein höchster akademischer Grad? Bachelor, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was hier richtig ist. Um deine Eignung für die Position zu ermitteln, folgen nun eine Reihe von Fragen. Bitte antworte ehrlich und gewissenhaft. Der Boss bittet dich um einen Whisky Neat. Was bedeutet das? Eine Fangfrage. Bei der Arbeit gibt es ein Alkoholverbot. Etwa 43 ml Whisky in einem Glas auf Raumtemperatur. Ein Glas Whisky mit 2 gekühlten Whiskysteinen. 2 Finger Whisky und 2 Tropfen Wasser. Ist natürlich eine Fangfrage. Der VIP-Kunde trifft ein, der einen Termin mit dem Boss hat. Dieser verspätet sich jedoch unerklärlicherweise. Was sollst du tun? Den Kunden mit Witzen unterhalten, bis der Boss eintrifft? Den Termin auf einen späteren Zeitpunkt verschieben? Den Kunden Getränk anbieten und ihm versichern, dass der Boss bald kommt? Nichts tun? Ohne Erlaubnis des Boss sollte ich nicht mit den Kunden reden. Weiß ich nicht. Würde ich das mal nehmen? Also nicht reden. Der Boss muss zu einem wichtigen Meeting auf einem anderen Planeten, doch sein Schiff hat eine Fehlfunktion und kann nicht starten. Wie reagierst du? Dem Boss dein altes ramponiertes Schiff anbieten, den Kunden kontaktieren, um ein Meeting zu verlegen, mit dem Unternehmensbudget ein teures Luxusschiff mieten, das Schiff abschleppen und zur Werkstatt springen. Die Verspätung ist nicht so schlimm. Meeting verlegen, weiß ich nicht. Während du dich um die E-Mail deines Bosses kümmerst, stößt du auf eine weitere Mitteilung. Jemand hat Infos, die den Boss belasten. Was sollst du tun? Den Vorstand informieren, damit er sich der Sache annimmt, die Mail ignorieren und den Absender blockieren, den Boss in der Hoffnung auf eine Gehaltserhöhung erpressen, den Boss fragen, den Boss fragen, was er will und dann die Sache nie wieder erwähnen, den Vorstand informieren. Dein angetrunkener Boss kontaktiert dich mitten in der Nacht und bittet dich, ins Büro zu kommen. Was tust du? Sofort ins Büro gehen, um den Boss zu betreuen, bis er wieder nüchtern ist. Es einfach ignorieren und weiterschlafen. Der Boss wird sich vermutlich nächsten Tag nicht daran erinnern. Security verständigen, damit sie sich darum kümmern. Alle Forderungen nachkommen, auch wenn sie dich anwidern. Nein. Bitte beachte, dass alle Antworten endgültig sind und die für die Bewerbung geprüft werden. Falls du jetzt deine Antwort noch ändern willst, neu beginnen, ansonsten fortfahren mit Bewerbung einreichen. Habe ich gespeichert? Das hat beim Andocken gespeichert bestimmt. Bewirb dich. Danke für dein Interesse an Deimos und für deine Bewerbung. Wir haben diese gründlich geprüft und dir anschließend Bescheid geben. Wir werden diese gründlich prüfen und dir anschließend Bescheid geben, ob du die Position geeignet bist. Danke, dass du dich für Deimos entschieden hast. Achso, vielleicht hätte ich mir den Scheiß durchlesen sollen, ne? Vielleicht mal. Wäre Deimos doch nur ausschließlich eine Militärfirma. Lieferaufträge. Oh. Dockendock. Sprich mit Sarah Fulton.
kommt das jetzt her? Was Sonstiges oder Aktivitäten? Ja, sprich mit. Irgendwas Fulton, Sarah Fulton. Sprich mit Trevor. Bewirb dich auf den Job. Ich glaube, ich habe nicht gekriegt, oder? Ich habe mich für den Job beworben. Soll ich mit Trevor sprechen? Aber irgendwas hat sie noch gehabt mit irgendwas Blues. Sprich mit Sarah. Verkaufsautomat. Marshmallow Treats. Wo ist denn? Der will mich zurückschicken. Das stimmt doch nicht. Da fehlt doch noch eine Quest jetzt. Das Casting. Mantis. Licht in der Dunkelheit. Missionen. Aktivitäten. Aktivitäten. Besuche. Sprich. Irgendwas mit. Wie ist das? Hier, docken das. Das ist. Dockendock-Probleme, hieß sie. Machen wir die mal an. Mal kurz gucken. Sprich mit Sandra Fulton, nicht mit Sarah. Demos-Schiffe sind für zahllose Siege verantwortlich. Sie sind ein Stück. Schön, Sandra. Mal jemanden ohne Uniform zu sehen. Die können echt heikel sein. Die habe ich im Auto gelassen. Sie selbst kleinste Probleme aufzeigen. Bitte sag mir, dass du nicht in Wirklichkeit ein hochrangiger General bist. Oh doch, ich bin das. Ich bin... In den besiedelten Systemen bin ich eine Persönlichkeit von höchstem Rang. Nein, ich bin Zivilist. Du bist also kein Militär? Das war ich. Die meisten bei Deimos hatten irgendeinen Posten bei der UC Navy. Ich war zum Schluss Chief Warrant Officer. Darauf kann man stolz sein. Aber hier sind ziemlich viele hohe Tiere. Also muss man immer in Bestform sein. Ja, das stimmt. Nein, ich bin Zivilist. Im besiedelten System bin ich eine Persönlichkeit von höchstem Rang. Eigentlich nicht. Aber ich bin auch kein Zivilist eigentlich. Vermutlich willst du ein Schiff. Entweder das, oder du hast dich verlaufen. Henderson macht die Verkäufe. Aber wenn du sonst noch was wissen willst, bin ich die richtige Frau. Okay, versteh mich nicht falsch, aber du bist wesentlich lebhafter als die anderen hier. Ich habe gelesen, dass ihr Lieferaufträge vergebt. Wo hast du dein ganzes Wissen über Raumschiffe her? Was gibt es zu Raumschiffe hier zu sagen? Naja, fangen wir unten natürlich an. Natürlich sind sie zu sagen? Ziemlich gut. Aber heutzutage benutzt doch jeder die gleiche Grundtechnologie. Oh, scheiße. Für zu viel Ehrlichkeit kann man auch eine Standpauke bekommen. Aber was Deimos besonders macht, ist das Gesamtpaket. Wir bauen schon ewig Schiffe. Und wie wir alles zusammensetzen, ist... naja, ziemlich gut. Auf eine... Ich ermorde meine Feinde Art. Okay. Wo hast du dein Wissen über Raumschiffe her? Durch die UC Navy. Ich habe so ungefähr jede Schiffsklasse repariert. Sogar ein- oder zweimal Hendersons Longsword. Dieser Mann hat ständig einen Schutzengel dabei. Oder ein paar davon. Ich bin wie Deimos, weil ich jede Niete und jeden Mikrochip dieser Schiffe kenne. Falls Henderson also nicht weiter weiß, komme ich ins Spiel. Okay. Ich habe gelesen, dass ihr Lieferaufträge vergebt. Wenn du ein eigenes Schiff hast, wir brauchen stets große Ressourcenmengen. Die Sternenwerften und die Handelsaufsicht geben einen Festpreis vor. Das Doppelte des Marktpreises. Wie funktioniert das Ganze? Wo bekomme ich die Ressourcen her? Die meisten Lieferanten arbeiten entweder für Mining-Firmen oder bauen selbst ab. Uns ist egal, wo du die Ressourcen herbekommst. Es ist also deine Angelegenheit, wie du sie beschaffst. Ah, okay. Wie funktioniert das Ganze? Sobald du die gewünschten Ressourcen im Frachtraum hast, komm zu mir. Wir bezahlen die vereinbarte Summe und schicken Arbeiter, um die Fracht auszuladen. Lieferst du die komplette Menge, bekommst du zudem einen Bonus. Aha. Sag mir, was ihr braucht. Vor dem ersten Auftrag bin ich verpflichtet, dich darauf hinzuweisen, dass jede Sternenwerft dieselben Preise aufruft. Aber natürlich solltest du mit uns arbeiten.
Je nach Größe deines Frachtraums musst du mehrmals fliegen, um die Bestellung zu erfüllen. Wir brauchen aktuell Eisen. Okay. Wir benötigen eine große Menge. 5000 Einheiten. Echt? 5000? Ich habe noch 43 im Frachtraum. Ich beschaffe euch, was ihr braucht. Sehr gut. Auf der Rechnung sind die Details. Okay, verstehe mich nicht falsch, aber du bist wesenhaft, ich habe Ladung abzuliefern. Du bist wesenhaft, wesentlich lebhafter als die anderen hier. Das nehme ich mal als Kompliment. Ja, ich will nicht lügen. Es kann schon anstrengend sein, mit diesen nüchternen Militärleuten zu arbeiten. Hoppla, sowas sollte ich wohl nicht sagen. Nee. Zumindest nicht laut. Es gab diese Woche schon zweimal Ärger. Ich will nicht schon wieder eine Standpauke kriegen. Ja. Ich könnte einen Drink vertragen. Okay, klar, Wasser wäre gesünder. Demos wird wahrscheinlich gerade den besten, wird wahrscheinlich nicht gerade den besten Alkohol ausschenken. Wasser wäre gesünder. Tja, wir haben so gut wie gar nichts. Wir müssen den Schein wahren. Was ich brauche, ist Jakes Starkbier. Aus Jakes Bar in New Atlantis. Oder vielmehr auf dem Unterdeck, um genau zu sein. Ich fand das toll, als ich da gewohnt habe. Jake ist zwar unfreundlich, aber ein absoluter Experte für Drinks. Du kommst doch viel rum, oder? Könntest du mir vielleicht ein Starkbier von Jake mitbringen? Kann ich dir besorgen. Super! Danke vielmals. Dann freue ich mich schon drauf. So. Das müssen wir natürlich anders mal machen. Ein Schluck Heimat. Oh, ja. Tschüss. Hä? Kein Schiff kann einer Demos auch nur annähernd das Wasser reichen. Alles Fanboys hier von Demos. Wir haben die Quest noch aktiv, ne? Liefere folgende Fracht. 5000 Eisen. Ja, Mann. Das mache ich. Aber nicht jetzt. Wird lustig. Auf jeden Fall. So. Wir müssen zu Trapper runter. Wir dürfen jetzt nicht so viel rumbimmeln hier. Die Frage, wie viel XP wir dafür kriegen. Das ist das Herz der UC. Und was ist mit den Bürgern? Wir sind gesetzlich verpflichtet, an Zivilisten mit sauberem Background-Check zu verkaufen. Wenn dir das nicht gefällt, beschwer dich bei der Regierung. Du solltest dich geehrt fühlen, hier zu sein. Dieses Gefühl, im Cockpit eines Longsword zu sitzen, einfach unvergleichlich. Das sind heilige Hallen. Was ist das denn? Ein Zivilist in meiner Sternenwerft? Deimos rühmt sich, die erste und letzte Verteidigungslinie der UC im All zu sein. Aber wir schützen und bewaffnen auch gerne mutige Unternehmer, die ihre Geschäfte in den Sternen machen. Ist ja klasse, dass sich hier Zeit für Zivilisten genommen wird. Wirklich ein beeindruckender Ort. Verkauft Deimos nur militärische Schiffe? Deimos hat Raumschiffe für alle Ansprüche, auch wissenschaftliche. Aber wofür wir bekannt und worauf wir ausgelegt sind, ist Kampf. Deimos Raumschiffe waren häufiger im Einsatz als die Schiffe unserer Wettbewerber. Jo, wirklich beeindruckender Ort. In unserer Sternenwerft wurde Geschichte geschrieben. Dann besorgen wir dir mal ein Schiff. Eines, das deiner würdig ist. Jo, zeig mal, was im Angebot hast. Gute Wahl. Longsword. Cool. Aktor 16 ist schwächer als unseres. Alles schwächer als unseres. Mit dem Quatsch. Frachtkapazität 200, echt? Das ist ja viel. Nee, das wird nix. Gladiators. Auch schlechter. Prime. Oh, das ist ein Frachtschiff, ne? Jo, Fracht 3600. Aber auch schlechter als unseres. Hope Light. Ja, wie gesagt, ich will keins kaufen. Die sind alle schlechter als... Oh, das sieht aber geil aus. Die sind alle schlechter als unseres. Okay. Sind die denn wirklich so gut? Ja, sind sie. Mein Longsword hat mich in 43 Kampfmissionen kein einziges Mal im Stich gelassen. Okay. Das bietet dir Deimos. Unsere Schiffe wurden Jahrzehnte länger im Kampf getestet als alle anderen. Okay. 43 Kampfeinsätze, das ist beeindruckend. Ich hatte eine lange Militärkarriere.
und Deimos Raumschiffe hatten einen wichtigen Anteil daran. Hätte ich ein minderwertigeres Schiff geflogen, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht hier stehen und mit dir reden. Das bietet einem Deimos die Sicherheit, direkt in Feuer und Tod zu fliegen und trotzdem lebend wieder herauszukommen. Alles klar. Klingt, als ob dir das fehlen würde. Ich schätze schon, auf gewisse Weise. Die Spannung, in einem Deimos-Schiff auf den Feind zuzurasen, ist ein unvergleichliches Gefühl. Okay. Gut, dann war's das erstmal. Wenn du es mit deinem Raumschiff ernst meinst, komm wieder. Nee. Bist du hier wirklich richtig? Hallo, ich bin alles. Ich bin UC System Dev, UC, ich bin Freestar Collective. Irgendwann bin ich auch noch Haus Varun. Weiß ich nicht. Wird nicht anerkannt. Ne? Wahrscheinlich müssen wir aus die Marke. Ich habe die Marke abgelegt von Freestar Collective. Vielleicht müssen wir die Marke rumschleppen. Oder ich weiß nicht. Irgendwie anderen Indizien. Einsatzbereit sind, können wir starten. Jo. Na, mit dieser Forschungsstation arbeiten auch, ne? Soll ich mal zwischen den Folgen machen? Wie gesagt, ich werde dann, wenn wir das jetzt schaffen mit dem Trevor-Ding, dann werde ich dann. Wir können noch ganz kurz eine Stunde pennen. Dann werde ich mal ein paar Frachtmissionen alleine machen und gucken, ob man. Ich bin ausgeruht. Wer weiß, was der Tag bringt. Jo. Was soll ich erzählen? Wir müssen. Ja, ich will dann mal ein paar Frachtmissionen machen, gucken, wie viel XP da rumkommen. Und ob wir die paar Level schnell machen können, das ist echt schwierig, die Forschungslevel zu kriegen. Druck normalisiert sich. Wenn wir dann soweit sind und haben den Außenposten, dann wird das Leveln einfacher. Weil dann kann ich hier offscreen, kann ich dann Sachen herstellen aus diesem Außenposten. Und mit diesen Sachen, ja, lässt sich dann easy leveln, sag ich mal. Wo war das Sonstiges? Das war... Bürokratie-Blues war das. So, Kurs festlegen und direkt landen. Cydonia. Nice. Der hat cool, wenn man ab und zu noch mal mehr fliegen müsste. Also mit den Raumschiffen haben wir ja schon mal gehabt, das Thema. Dauert immer eine Sekunde, bis der das mitkriegt, ne? Anzugsintegrität. So, dann sprechen wir mit Trevor. Revy Trevor. Und dann mal sehen, wie es weitergeht. Das ist cool. Keine Sorge, glaub mir. Das ist der beste Weg, die Anfrage genehmigen zu lassen. Ich habe jetzt okay, den Chef. Okay, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass du angeheuert wirst. Dafür müssen wir deine Konkurrenz ausschalten. Dafür musst du dich am Terminal der Personalabteilung anmelden, im Büro oben in der Hauptetage. Wenn du die anderen Bewerbungen im System löscht, ist dir die Stelle sicher. Oh, okay. Klingt simpel, ich mach's. Das gefällt mir nicht, aber ich mache es, wenn es den Minern hilft. Wie komme ich an den Computer der Abteilung ran? Wird das Personal nicht stutzig, wenn die Bewerbungen gelöscht Glaub sind? Mir, Tia wird rein gar nichts auffallen. Ehrlich gesagt ist sie so überarbeitet und im Verzug, dass sie wahrscheinlich nicht mal weiß, dass sich Leute beworben haben. Aber guter Einwand. Sobald du dich beworben hast, bitte ich sie mal nachzusehen, ob es irgendwelche Bewerbungen für mich gibt. Dann schaut sie nach, sieht deine Bewerbung und wenn alles gut geht, heuert sie dich sofort an. Okay. Wie komme ich an den Computer? Zufällig weiß ich, dass die Personalchefin Tia und ihre Kolleginnen so gut wie jeden Nachmittag um 17 Uhr zur Happy Hour ins Broken Spear gehen. Das ist die perfekte Gelegenheit. Okay.
Das gefällt mir nicht, aber ich mach's, wenn den Minern hilft. Ich weiß, das Ganze ist etwas fragwürdig, aber wir beseitigen damit eine unnötige Hürde. Damit ist allen geholfen. Übrigens ist das Personaler Passwort Passwort, nur rückwärts. Ist Tia total stolz drauf. Sie wird in der Happy Hour ziemlich gesprächig und laut. Ein Wunder, dass ihr Passwort inzwischen nicht jeder kennt. Sollte jedenfalls einfach sein. Viel Glück. Alles klar. Lösch die Werbung der Konkurrenz. Ich glaube, Andrea hat es nie mitgekriegt, glaube ich. Ich hätte ihr auch nichts gesagt. Was hätte die bestimmt rumgemault. Ja, die ist ja immer Captain America-mäßig unterwegs. Wo ist die überhaupt? So, Hauptebene. 17 Uhr, wie spät ist denn jetzt? Sehe ich das ja irgendwo? Ich will mal kurz warten. Puh, war das ein langer Tag. Hey, Urteil ist jetzt? 22 Uhr, lokal. Da ist der Computer. Entsperren mit Passwort. Machen wir gleich. Aber ich möchte gern... Wer ist das hier? Arbeitest du für mich? Ich verliere da den Überblick. Erstaunlich, hey, wer bist du denn? Wie gut das Mining-Geschäft unter meiner Führung läuft. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal Probleme hatten. Ja. Das wäre alle die Probleme von dir fernhalten, du Vogel. Warum machst du überhaupt 23 Uhr noch hier im Büro? Ich möchte gern mal ins Broken Spear gehen. Ich würde die gerne mal die Tia kennenlernen. Was die für ein One District. Ob die wirklich so laut ist. Gucken, wie wir da hinkommen. Das würde mich mal interessieren. Naja, davon geredet hat. Hier sind die Kinder. Schade, dass es hier keine Kinder gibt. Die ja, das stimmt. Ja, Mann. Scheiß Erwachsene. Sehe ich auch so. Voila, hier oben beim Ausgang irgendwo. Broken Spear. Und dann warten wir mal bis 17 Uhr und dann gucken wir mal, ob die wirklich 17 Uhr kommt. Das würde mich mal interessieren. Trade Authority, oh Gott. Wir haben aber im Moment nichts zu verkaufen, wir haben noch lange nichts mal umgebracht oder was? Bürgerin. Unglaublich, dass wir immer noch riesige Mineralvorkommen aus der Erde holen. Ich könnte diese Menschen nie zurücklassen. Wenn du nicht für Demos arbeitest, kann ich dir nicht helfen. Die Zufriedenheitswerte unter den Arbeitern steigen. Das liegt auch daran, dass wir ihre psychischen Sorgen ernst nehmen. Mit dem haben wir schon mal geredet. Ich wollte nur wissen, ob das funktioniert. Sehr gut. Jetzt, dass du noch rum bist zum Tank-Nimmerleins-Tag. Derweile können wir dann quasi der mal das Passwort hacken. Aber ich glaube, es war es noch nicht, weil die würden ja nicht da rumsitzen, wenn die nicht irgendwas doch zulegen. So. Bewerbung. Offene Jobangebot. Podleski. Erfahrung 10 Jahre. So. Das war's schon. Echt mal. Die einfach hacken. Finde ich nicht gut. Aber was soll es? Wir können es nicht ändern. So, wir gehen mal hier runter. Hui! Wir können den Booster abfangen. Wir sorgen dafür, dass du den Job. Glaub mir. Das ist der beste Weg, die Anfrage genehmigen zu lassen. So, ich hab's geschafft. Und ich habe hervorragende Neuigkeiten für dich. Nice. Ich habe gerade gesehen, dass du Peters neue Assistenz bist.
Herzlichen Glückwunsch. Ich bin bereit für die nächste Stufe des Plans. Was passiert, wenn sie es herausfinden, was wir tun? Fühlst du dich nicht schlecht? Nein, und solltest du auch nicht. Die Bewerbungen waren entweder schon älter, oder es wird wieder jemand angeheuert, sobald du nach der Sache verschwunden bist. Alles klar, was passiert, wenn sie das rausfinden? Wird nicht passieren. Soll ich dir was verraten? Den meisten ist alles egal. Die sind nicht schlecht in ihrem Job, aber so überarbeitet, dass sie nichts mehr interessiert. Im Ernst, mach dir keinen Kopf. Ich bin lang genug hier, um zu wissen, wie die da oben ticken. Okay. Was passiert als nächstes? Jetzt wird es leicht. Du arbeitest einfach für Peter und wenn du an seine Terminal-Nachrichten kommst, siehst du meine Anfrage. Du musst nur meine Anfrage genehmigen und dann machen wir gleich weiter. Dann holen wir uns neue Ausrüstung und zeigen denen oben, wie es gemacht wird. Alles klar. So, Bürokratie Blues. 110 EP gekriegt. Und jetzt müssen wir bei Peters arbeiten. Melde ich bei Peter Brennan. Waren wir eben schon da oben bei dem. Kein Problem. Wir arbeiten schnell für den ein bisschen. Kann ja nicht die Welle sein. Und dann machen wir das. Ein Bett wäre nicht schlecht. Haben wir nicht Cydonia irgendwie ein Haus gekauft oder sowas? Ich glaube nicht. Ich wollte was sollte man das machen? Vanguard werden. Dann habe ich gemerkt, dass mir von Weltraumflügen übel wird. Ah. Was schlecht. So ein. Eine Raumschiff-Crew. So, Brennan. Peter. Peter. Hey. Es sollte mal jemand diese schrecklichen Cartoon-Bilder von den Wänden reißen. Die beißen hey. Sich mit der. Metallwand-Ästhetik. Oh, da bist du ja wieder. Du warst eine gefühlte Ewigkeit weg. Weißt du eigentlich, wie hart mein Job ohne Assistenz ist? Komplett irre, der Typ. Ich glaube, du verwechselst mich mit deiner vorherigen Assistenz. Oh, was ist denn mit der alten passiert? Ah, eigentlich egal. Was ein Typ. Ja, sie wollten mir nicht sagen, wie du beim Einstellungstest abgeschnitten hast, aber angeblich gab es keine Mitbewerber. Hoffen wir das Beste. Genug geplaudert. Gehen wir an die Arbeit. Yo, zeig mir einfach, wo dein Computer steht und ich kümmere mich um deine Nachrichten. Noch nicht, das muss warten. Erst habe ich eine deutlich wichtigere Aufgabe für dich. Ja, natürlich. Ich erwarte eine private Bestellung. Ich weiß nicht warum, aber beim letzten Mal musste meine Assistenz mit Governor Hurst darüber sprechen. Also los, hol mir mein Paket. Sprich mit Governor Hurst. Was ist mit der letzten Assistenz passiert? Ich weiß es nicht. Das weißt du ja auch nicht. Ich dachte zunächst, dass ich mehrere hätte, die sich immer abwechseln, aber offenbar hatte ich immer nur einen und die verschwinden alle irgendwann. Ich glaube, mein letzter Assistent sollte mir Kaffee holen und ist nie zurückgekommen. Ich was habe ehrlich gesagt nie zugehört, als sie rumgejammert haben. Okay, was genau machen wir hier? Wird im Grundkurs denn gar nichts mehr durchgenommen? Ah, halt, es gibt ja gar keinen Grundkurs mehr. Egal, ist nicht wichtig. Deine Aufgabe ist simpel. Du tust, was ich dir sage. Fertig. Wundert mich, dass du das vergessen hast, Steph. Halt, stimmt ja. Neuer Assistent. Genau, neu. Kannst du mir etwas über dich erzählen? Könnte ich, aber wir würden nur wertvolle Zeit vergeuden. Ja, dein Paket, ne? Was hast du denn bestellt? Was hast du denn bestellt? Eine gute Assistenz hat keine Fragen zu stellen. Eine schlechte wird gefeuert. Mittelmäßige Assistenten kriegen... Ach, ich habe vergessen, was ich sagen wollte, aber ist auch egal. Hol mir einfach mein Paket. Außerdem weiß ich es nicht mehr genau. Aber es ist wichtig. Aha, alles klar. Okay, danke. Oh, bist du fertig? Was für ein komischer Mensch. Ohne Witz. So, dann also. Bürokratie-Marathon. Oh, oh. ja, das gefällt mir nicht. Wir müssen mit Governor Hurst sprechen. Dann können wir den Raumanzug ausziehen. Dann sieht das nicht ganz so seltsam aus. Und, Achso, wir müssen noch ein Bett finden, unbedingt.
Wo kriege ich hier ein Bett her, sag mal? Gibt's hier nicht irgendwas so, was ich mieten kann? Enhanced? Stairs? Im Wohnbereich vielleicht? Wie geht's? Kann ich dir helfen? Nee, geht. Typ verriegelt Meister, könnte man sogar entsperren. Ach, das ist doch hier die Dingstante, ne? Willst oder? Du was sagen? Dann sprich's nee, aus. Oh, ja, beruhig dich. Sie sich in hab gehört, Stimmen. Dass du Mitch geholfen hast. Wow, der gibt sicher cool. keine Ruhe, bis nicht. Er alle Bücher hat. Ich stelle mir gerade meine bessere ja, Hälfte ich auch. Singend in einer Menschenmasse vor. Das wäre oberpeinlich. Tja. Dass das Büro des Governors auf der Hauptebene liegt, heißt noch lange nicht, dass es da sicher ist. Hm. Gehen wir mal rein, vielleicht können wir bei dem ich was hoffe, kaufen. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hallo. Hallo. Willst du etwas von Gouverneur Hurst? Ja, ich wurde hergeschickt, in der Tat. Ich habe etwas mit ihm zu sprechen. Ich würde nur gern mit ihm reden. Lügen, ja, und es ist dringend. Es gibt eigentlich nichts Wichtigeres. In der Tat. Ich habe was mit ihm zu besprechen. Ah, dann ist das ein guter Zeitpunkt, um seine Verfügbarkeit auszunutzen. Er ist gerade nicht allzu beschäftigt. Geh ruhig rein. So muss man nicht mal lügen, das ist gut. Danke. Sehr gern geschehen. So, Governor Hurst. Die Stadtonia steht im Kampf gegen die Terrormorphs, solidarisch an der Seite von New Atlantis. Okay. Ich soll dir ein paar Fragen stellen. Ich bleib nicht, entschuldige die Störung. Ehrlich gesagt, brauche ich etwas sehr Wichtiges von dir. Ich wollte dir nur ein paar Fragen stellen. Ich kann deine allgemeinen Fragen zu Cydonia beantworten, aber nichts Politisches. Tut mir leid, aber ich rede grundsätzlich nur mit ausgewählten Journalisten und wichtigen politischen Spendern, die wirklich daran interessiert sind, den Wohlstand auf dem Mars zu sichern. Du kannst mir vertrauen, ich möchte nur deine Meinung zur Politik in Cydonia hören. Okay, verständlich, wir brauchen nicht über Politik reden. Ich bin an der Zukunft des Mars interessiert. Wie viel muss ich für dir ein Gespräch darüber spenden? Wenn du das fragen musst, kannst du es dir wohl nicht leisten. Hallo, ich habe 700.000, ja, Opa. Spender, was genau politisch, was heißt das? Du lässt dich zu politischen Gesprächen bestechen? Das Wort verwenden wir hier nicht. Aber ich nehme Spenden entgegen. Okay. Wofür genau sind die diese Politik. Spenden? Politik. Wunderst du dich etwa, dass die Räder der politischen Maschine mit Geld geschmiert werden? Ja, ich bin zwar UC-Beamter, aber ich bin trotzdem auf politische Spenden angewiesen, um entscheiden zu können, wie ich Gelder und Ressourcen an verschiedene Lobbygruppen verteile. Das Geld fließt wieder in die lokale Wirtschaft, weißt du? Oh, okay. Ja, verständlich. Wir brauchen nicht, Kannst mir vertrauen. Tut mir leid, aber das geht nicht. Wenn du noch Fragen zu Cydonia hast, beantworte ich sie gerne. Ansonsten muss ich aber jetzt weitermachen. Tut mir leid, das ist ein Standardschutz gegen die Medien und alle, die mit ihnen reden könnten. Okay. 1000 Credits anbieten. Governor Hurst, ich bin ein Auftrag von Peter Brennan hier, 1000 Credits anbieten, ich spende und würde gerne mehr über Politik reden. Was kann man hier denn so machen? Wofür ist Cydonia bekannt? Wie ist es, Gouverneur auf Mars zu sein? Gibt es Leute, wie mich arbeiten? Was? Gibt es hier für Leute wie mich Arbeit? Da ich dich kaum kenne, weiß ich nicht, wie ich das beantworten soll. Aber Cydonia ist ein Industriezentrum. Hier gibt es reichlich Jobs. Wenn du Mining-Erfahrung hast, red vielleicht am besten mal mit dem aktuellen Mining-Direktor von Deimos. Oder du gehst zum Büro der Deimos-Sternenwerft und fragst da. Wenn das nicht nach deinem Geschmack ist, gibt's reichlich örtliche Firmen, die immer Aushilfen suchen. Okay. Wie ist es denn, Gouverneur zu sein? Ich wurde vor... Tja.
So, und dann sehen wir uns alle aus der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.